Was ist denn das für ein Bild hier? Ja, das ist ja Wahnsinn. Herrlich, herrlich, das wollten wir ja sehen. Im Rennstress hier. Bämala, weg mit der Zirkuskutsche hier. Jawohl, jawohl, jawohl. Ja. Oh mein Gott. Gott, oh Gott. Ist schon wieder alles vorbei hier. Die ganze Karre ist im Arsch. Der Flügel ist auch schon ab. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Professors Anti-Relax Sonntag. Flat Out 2. Wir starten wieder und zwar fahren wir heute City Central Number 3. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was das für ein Streckenverlauf ist, aber wir werden uns heute auf keinen Fall einer dieser widerlichen Autos hier geben, die hier so Probleme gemacht hatten. Jetzt, den Sunray, der hat mir sehr gefallen. Warte mal, Sunray hat Vorderradantrieb, der hat Hinterradantrieb. Fahrverhalten ist auch schlechter. Was haben wir denn hier noch für neue? Ach, wir nehmen einfach den Sunray nochmal. Und ab geht's hier mit dem Professor. Katie Jackson und Jason Walker sind auch schon am Start, wie ich sehe. Oh, 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 oh. Bin schon eine ganze Weile nicht mehr gefahren. Ich muss mir erstmal wieder an das Feeling hier gewöhnen. Und schon sind wir Schlusslicht. Verpisst euch! Keine Angst, wir schaffen das. Wir schaffen das. Tschüss, Katie! Oh mein Gott! Was ist denn da passiert? Ich glaube, wir haben irgendein großes Schild erwischt. Man konnte es gerade sehen hier. Habt ihr gesehen? Da war... Warte mal. An der Autobahn so ein großes... Erstmal hier durchs Einkaufszentrum fahren hier. Komisch, da war noch alles ganz, aber wir sind trotzdem Fünfter. Merkwürdig. Da war ein riesiges Schild. Das müsst ihr jetzt in der zweiten Runde mal... Müsst ihr euch das mal reinziehen hier. Das habe ich voll gefällt hier. Bin ich total stolz drauf hier. Und zack. Natürlich drehen wir uns dann wieder schön. Wie immer. Ich weiß gerade gar nicht, wo es lang geht. Weil man hier links, gell? Da vorne links und mit einem Mal, da ging's. Wir rasen mit 200 km/h in den Tunnel rein. Was ist das da vorne für ein lahmer Hund? Oh, 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 oh. Ah, ja. Schön mitten in den, ins Kaffee reingerast. Genau, und jetzt wieder zurück auf die Autobahn. Jetzt kommt gleich wieder dieses Schild, wo wir eben waren. Vermute ich mal. Ja, ist Runde Nummer 2. Kerl, ist ein Stress am Morgen schon. Guck mal hier. Genau, da oben. Oder war das vorher auch schon? Oh, shit, ey. Irgendwie, ich habe gelenkt und das Auto hat irgendwie keinen Bock gehabt. Wahrscheinlich, weil es so relaxed war am Sonntag. Du überholst mich. Wirst du bereuen. Der Gesehene hat sofort bereut. Ah, oh, jawohl, mit dem Professor mitten durch den Sonntagmorgen. Denn es ist schließlich 9 Uhr und der Professor ist on the road again. Na komm. Hier kenne ich eine schöne Abkürzung. Oh, scheiße, da standen ja ein paar Autos. Die habe ich jetzt gar nicht gesehen. Tja. So fährt man. Professor befiehlt es. Jetzt fahren wir hier durchs rechte Tunnelloch hier. Wir sind ja schließlich nicht in England. Scheiße, was liegt denn hier für ein Gehäppel rum hier? Meine Güte. Oh doch, dieses Auto gefällt mir mal ganz im Ernst. Den Sunray kann ich echt empfehlen. Tja. Und jetzt? Jetzt passiert gar nichts mehr. Da kann ich euch mal ein bisschen was erzählen. Während die Gegner von hinten schon wieder näher kommen. Ja, das war doch klar. Weg, weg. Ich will gewinnen. Der Professor wird hier gewinnen. Ja, genau. Warum auch nicht? Ja, wir können es ja mal überschlagen. Warum auch nicht? Das passiert irgendwie immer. Wenn man gerade mal Erster geworden ist, dann... Ja. Ja, also es kann sein, dass wir demnächst, vielleicht schon nächste Woche, am Sonntag um 12 Uhr etwas anderes sehen werden als dieses Rennspiel. Und möglicherweise wird das um 12 Uhr... Oh nein! Ah. Hä? Was ist denn hier los? Okay. Das sah jetzt echt komisch aus. Ausgestiegen und die Kamera blieb auf dem Auto, also... Ich nenne das jetzt einfach mal eine Fehlfunktion.
Und das auch. Ja, also manchmal, ja, es kann sein, dass es ein geiler... Mach's gut, Katie. Es kann gut sein, dass das nicht unter Professor Unrelax Sonntag läuft, sondern dass um 12 Uhr vielleicht was ganz, ganz anderes läuft. Ja, ich weiß, ich sag ja immer hier 9 Uhr und 12 Uhr, aber das... Dinge sind dazu gemacht, um sie zu ändern. Und, ich meine... Jawoll! Die brutale Action! Jawoll, ich liebe es! Die brutale Action haben wir ja schon so viel gesehen von... Aber wir müssen... Guck mal, die Räder! Geil, Alter. Da kriege ich jedes Mal die Krise. Oh, schade. Ich habe ihn nicht getroffen. Dafür haben wir mal schön die Straße gefahren, so wie es sein soll. Na, komm her, hier! Ich zeig's euch! Voll in den Kofferraum rein! Oh, wir haben Sally Taylor erledigt! Jawoll, ja! Das kracht ja heute wieder hier. Da kriege ich ja voll den Anfall hier. Gut, also zurück zum Thema. Ja, ich möchte ganz gern vielleicht was anderes machen. Es ist tatsächlich noch nicht entschieden zum heutigen Zeitpunkt. Jetzt, wo ich das gerade aufnehme. Und ich gucke gerne mal vor euch auf den Tacho. Wir haben jetzt gerade 12.53 Uhr am 13. Februar. Wiederholung. Wir gucken uns die Wiederholung an. Weil wir werden auf jeden Fall mal kurz auch spulen. Erstmal die Wiederholung. Also das war ja so geil eben, der Abgang in der vierten Runde. Slayer ist mit dem Start. Da, ach, die totale Eskalation. Da bin ich auch ein bisschen selber schuld dran gewesen. Ich glaube, wir spulen mal ein bisschen, sonst... Gibt es da nur eine Spulstufe? Hallo? Oh, Scheiße! Also, lass es einfach mal laufen. Also, es geht einfach darum, ich möchte gerne die Wiederholung sehen von dem Vorfall von vorhin. Also, es geht darum, dass ich einfach irgendwie mal was anderes mit euch zusammen zocken will. Und ich bin da tatsächlich heute, an diesem Datum, was ich gerade genannt habe, bin ich echt tatsächlich noch am Überlegen, was das denn sein soll. Und ich denke natürlich auch mal an was Neueres und mal was ganz anderes. Aber auf jeden Fall um 9 Uhr lassen wir weiterhin hier die Autos krachen. Also Sonntagmorgen um 9 Uhr bleibt es auf jeden Fall Professors Unrelax Sonntag. 9 Uhr morgens. Und ist ja auch nicht verkehrt, um 12 Uhr dann mal was anderes zu sehen, gell? Ja. Ja, Kollege, jetzt beeil dich mal ein bisschen. Wir wollen ja hier schließlich ein kleines bisschen vorankommen noch. Ein Rennen fahren wir jetzt noch. Aber auf jeden Fall hier, wir sind jetzt in der zweiten Runde, gell? Man muss ja hier mitzählen, man sieht es ja leider in der Wiederholung nicht. Aber das war damals auch schon so. Ja, wir werden das so machen. Aber ich möchte, wie gesagt, die vierte Runde möchte ich jetzt sehen. Also ich glaube, das ist Spulen. Es gibt nur diese eine Spulgeschwindigkeit. Aber können wir uns mal so ein Rennen angucken. Jetzt hebe ich, glaube ich, so ab auch, oder? Aber vorhin hier der Kracher in der vierten Runde hier, das war einfach der Hammer hier. Das war einfach mega hier. Die Laternen, die sich überschlagen. Ja. Ich weiß jetzt leider noch nicht, also für mich ist ja heute Samstag, ich weiß ja nicht, ob ihr morgen in die Kommentare was zu Professor Unrelax Sonntag reinschreibt, was man um 12 Uhr vielleicht mal bringen könnte. Aber das sehe ich halt leider erst morgen und daraufhin werde ich auch meine Entscheidung treffen. Aber ich habe mich auch ein bisschen umgehört und ich habe da so ein paar Ideen, was man nehmen könnte, aber es ist natürlich auch eine enorme Arbeit innerhalb von einer Woche, das alles auf die Beine zu stellen, dass es auch alles im gewohnten, ordentlichen Format von Professor Fox erscheinen kann. Müssen wir erstmal schauen, dass das alles wird. Im Notfall wird es dann doch nochmal eine 12 Uhr Professors Unrelax Sonntag geben. So, jetzt sind wir in der dritten Runde, glaube ich, gell? Jetzt haben wir uns das ganze Rennen nochmal angesehen, aber warum auch nicht in der Wiederholungsperspektive? Ich hatte ja auch überlegt, mal so ein Rennen zu fahren. Genau, das war nämlich genau die Stelle, wo es eine Runde später oder was... Ja, wo es wahrscheinlich eine Runde später dann so richtig kracht. Wisst ihr was, ich schneide das jetzt mal raus, gell? Bis zu der Stelle, wo das jetzt kommt. Jawohl, hier kommt's, glaube ich, hä? Jawohl! Was ist denn das für ein Bild hier? Ja, das ist ja Wahnsinn. Herrlich, herrlich, das wollten wir ja sehen. Also ich habe jetzt extra da ein Stückchen weggeschnitten, weil das hätte jetzt wahrscheinlich dann enorm viel zu lang gedauert.
Und wir verlassen jetzt mal hier die Wiederholung, wenn die Tasten dann mal funktionieren. Jetzt geht's. Dankeschön, wunderbar. Einmal für das Rennen wiederholen und jetzt ist der Professor wieder hier im Rennen. Das hat für mich jetzt ein bisschen länger gedauert als für euch. So, das werden wir mal zurecht schnipseln. Wir werden jetzt in das Rennen gehen als zweites River Bay Circuit. Und zwar die Nummer 3 habe ich da ausgewählt. Das ist... Wir kennen ja diese Rennstrecke, wir nehmen wieder den Sunrail. Also ich bin total vernarrt in dieses Auto. Obwohl das sehr unsportlich eigentlich ist, wenn man bedenkt, ja, Frontantrieb, die Frontachse angetrieben. Normalerweise sportlich ist ja eigentlich eher der Heck. Das Heck. Also... Ihr wisst schon, was ich meine. Ich bin gerade wieder voll im Rennen hier. Im Rennstress hier! Bämala! Weg mit der Zirkuskutsche hier! Jawoll! 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 Ja! Oh mein Gott! Gott, oh Gott! Schon wieder alles vorbei hier. Die ganze Karre ist im Arsch. Der Flügel ist auch schon ab. Und der Kofferraum ist offen! Da ist Katie! Ah! Ich hab sie erwischt! Auf in den Kampf gegen Katie! Meine Güte, ihr normales Rennen fahren, das war gestern hier. Da ist die Zirkuskutsche. Da ist ein Bierfass mitten in die Tribüne geflogen. Ganze Zuschauer freuen sich über den Bierregen. Geil finde ich hier die Glasscheiben, wo der gerade da unten reingefahren ist. Da wollte eigentlich ich reinfahren. Aber ich hab's ja versaut. Da ist schon wieder Katie. Ah, und weg ist sie. Genau, so wollen wir das haben. Professor Fox, der Viertplatzierte. Wir fahren durch die Boxengasse. Denn hier gibt es immer was zum Abernten hier. So ein paar Sachen hier. So Gelepp hier, was kein Mensch mehr braucht. Weg, Katie, weg, weg, weg. Bloß nicht drängeln. Ich nehme euch alle dran, ich mache euch alle platt. Da fliegt erstmal die ganze... Ups. Ein bisschen verhebelt am Lenkrad. Aber das Auto ist geil hier, echt. Ist ja klar, ich meine, Frontantrieb ist immer leichter als Heckantrieb, ja. Aber sportlicher ist halt einfach, das meinte ich eben. Oh, da ist aber einer böse auf uns. Sportlicher ist halt einfach, wenn man den... Katie! Entspann dich! Oder warum entspannen? Also, oh, wir haben ein Rad ab, jetzt ist es vorbei. Es ist schließlich Professors Anti-Relax-Sonntag. Hier wird sich nicht entspannt. Hier wird der totale Stress entstehen hier. Oh! Wenn das mal eine Drache war. Die Zirkuskutsche, da hängt sie. In den Seilen hier. Also mit einem Rad und Feuer in der Front, da ist schon mal irgendwo das, der Arsch ab dann, sag ich. Ja? Eieieiei. Also wir können froh sein, wenn wir noch... Wenn wir überhaupt noch ankommen. Aber was mir bei dem Rennen aufgefallen ist jetzt, seit ich das als Video aufnehme, ich denke mal, das war damals im Original auch schon so, es fällt immer nur ein Rad ab. Und wenn dann erstmal die Flammen vorne rausgucken, ist er nicht mehr steuerbar. Also wenn die Flammen vorne rausgucken, dann braucht es nicht mehr viel. Dann ist ruckzuck Ende. Aber wir geben natürlich nicht auf hier. Selbst ein Hamilton hat nie aufgegeben. Oder ein Sebastian Vettel. Obwohl, ich weiß gar nicht, im Moment... Also ich gucke ja eigentlich gar keine Formel 1. Früher haben wir das öfter geguckt, aber... Aber Formel 1, da ist irgendwie die Luft raus, oder? Ich weiß auch nicht. Außerdem ist hier, glaube ich, seit diesem Jahr ist die Formel 1 auch nicht mehr auf RTL. Kann das sein? Nur noch auf irgendeinem... Irgendein anderer Sender halt. Also ich habe mich damit nicht beschäftigt, wie ihr hört. Macht auch nichts. Na komm, wir müssen das Rennen noch schaffen hier. Sechstplatzierter... Der Professor gewinnt sowieso immer. Boah. Leichte Brandbildung. Das Benzin wird jetzt direkt auf dem Motorblock verbrannt hier. Das gibt uns ultimative Beschleunigung. Oh mein Gott. Wir kommen nicht voran und die Gegner kommen immer näher. Oh mein Gott. Ihr habt euch eigentlich das 10-Abonnenten-Special gegeben. Das kam doch letzte Woche Samstag. Für mich gerade heute erst. Ich werde es mir selbst nochmal reinziehen. Also ich sehe mir meine Videos auch selbst ganz gerne an. Einfach mal, um auch zu gucken, ja, wie ist denn da so die Lage? Oh mein Gott. Wie ist denn so die Lage in dem Video? Wie sieht denn das aus? Oh, was macht der denn da? Oder gibt es irgendwelche technischen Probleme?
Also ab und zu... Oh, Mann. Also ohne Überschlag ist ja nicht möglich, gell? Ab und zu, muss ich ja sagen, hat man ja mal so ein paar Sekunden Störungen. Das kommt ab und zu mal vor. Aber ich bin dem Problem, glaube ich, schon... Ja, jetzt haben wir doch den vierten Platz noch abgeben müssen. Aber ich versuche, diese Probleme alle zu lösen. Und ja, wollen wir die Wiederholung mal kurz reingucken. Aber wie gesagt, auch dieses 10-Abonnenten-Special werde ich mir dir selbstverständlich nochmal reinziehen. Selbst sobald ich einen Moment Zeit habe. Einen Moment von 3 Stunden. Oh, jetzt geht das hier richtig los hier. Gleich kracht's doch so erheblich. Oh, 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 oh. Ja, das geht hier richtig rund. Ja, ich freue mich, dass ihr alle wieder so zahlreich dabei wart. Und wir... Lasst doch einen Daumen nach oben da. Und um 12 Uhr, da sehen wir uns wieder. Da werden wir mal ein bisschen rückwärts fahren. Macht's gut.